Wie wir alle wissen, Tarkov kann sehr, sehr, sehr frustrierend sein. Und man sieht es auch oft in den Kommentaren oder in der Reaktion von Leuten, dass der Frust wirklich tief sitzt. Und mich erreicht auch in letzter Zeit oft die Frage, wie zur Hölle kann ich mehr Spaß haben in einem Game oder zumindest nicht so viel Frust empfinden? Und ich habe das Ganze selber durchgemacht und erlebt und daher gebe ich jetzt meinen Senf dazu. Die Quelle dafür ist, ich habe immer zwei Accounts gespielt. Ich hatte meinen Hauptaccount, mit dem habe ich gestreamt und aber so gedaddelt mit Freunden. Und ich hatte einen zweiten Account, wir nennen jetzt einfach mal den Schwitzer-Account. Bei dem habe ich wirklich versucht, möglichst gute Runden zu absolvieren. Das sieht man auch an der KD, der normale Account hat eine 5er KD, der Schwitzer-Account hat das Dreifache. Aber der hatte auch mehr Einschränkungen. Denn da habe ich zum Beispiel nur gutes Gear gespielt. Zum Beispiel eine 5er Rüstung, einen vernünftigen Helm, gute Headsets und irgendeine Waffe, die halt als Meta angesehen wird. Also HK, M4, Vector, halt solche Sachen. Das hat aber auch bedeutet, dass wenn ich gestorben bin, nun musste ich das Gear wieder herkriegen, denn Pistol Runs oder dergleichen waren keine Option. Heißt, ich musste scammen und zwar sehr viel. Da musste ich versuchen, irgendwie Gear zu finden oder Items oder Interchange Runs oder. Denn das Ziel war hier wirklich Geld zu machen, denn ich brauche das Geld, damit ich wieder Gear habe, um zu spielen. Denn wie gesagt, wenn man versucht, möglichst gute Runs zu haben, ist halt ein nackiger Pistolenrun nicht gerade die beste Option. Mit anderen Worten, es war mit Arbeit verbunden. Also hinter jedem PMC-Raid stand sehr viel Zeit, um die Sachen zu farmen. Entsprechend war auch die Aufregung viel größer und die Angst zu sterben viel höher. Was auch Gear 4 extrem gepusht hat, by the way, aber dazu kommen wir dann in einem anderen Video. Ich musste also sehr viel Zeit reinstecken, um wieder an solches Gear zu kommen, damit ich nochmal einen Run machen kann. Und wenn jetzt was schief ging, dann war die Frustration enorm. Und viele Missionen verlangen es auch, dass man sich in nicht gerade günstige Positionen begibt, wie zum Beispiel die Bronze Watch. Man ist hier komplett im Offenen, richtig auf dem Silbertablett. Und wenn man da halt mit sehr viel Gear reingeht, was halt schade ist zu verlieren, sind die Missionen einfach nur frustrierend. Außerdem, wir wissen es alle, es gibt genug Cheater im Spiel. Und das Problem ist, wenn man solches Gear spielt, wird man sehr schnell zur Zielscheibe von genau solchen Leuten. Und das ist mir bei dem Account sehr, sehr oft passiert. Und dann ist der Frust natürlich maximal geladen. Das heißt, bei dem Account war das einzige Glücksgefühl, eigentlich einen guten Raid gehabt zu haben. Das war's. Denn alles andere war einfach pure Frustration. Und jetzt zum anderen Account, der einfache, wenn man so will. Bei dem habe ich gespielt, was immer ich in die Hände gekriegt habe. Eine Pipi, ja bitte gerne, eine Caltex sofort, eine RPK, na klar, eine Pistole, wenn es sein muss. Oder natürlich auch die Glorious Tots. Gaga easy. Und bei dem Account war mir die Performance ziemlich egal. Ich wollte einfach die Missions machen. Denn im Grunde, das ist ja, was ein MMO ausmacht in der Regel. Missions und Grinden. Und in Tarkov haben wir mehr als genug davon. Ich habe es bisher noch nicht einmal hingekriegt, alle zu machen. Ich wollte das diesen Way probieren. Mal schauen, ob es gelingt. Ich bin ziemlich weit, aber es sieht nicht so gut aus. Und die Missions sind sehr unterschiedlich. Klar, einige sind sehr einfach. Holt einfach irgendein Item, das ist sehr banal. Aber andere Missions wollen von euch, dass ihr vielleicht einen Waffentyp spielt, den ihr noch nie gespielt habt. Heißt, ihr müsst Neues erlernen, Neues ausprobieren, Dinge in die Hand nehmen, die ihr bisher aber noch nie genutzt habt und neue Erfahrungen sammeln. Das ist aufregend. Zum Beispiel eine AKSU. Wer spielt denn freiwillig eine AKSU? Aber mit den Missionen muss man halt lernen, damit umzugehen. Wie kann ich die modden? Was für Möglichkeiten gibt es? Man lernt auch die Stärken der Waffe und die Schwächen und im Falle von der AKSU gibt es davon nicht gerade wenige, besonders wenn es um Range geht. Aber trotzdem, es sind halt neue Erfahrungen und Herausforderungen, die nicht darauf basieren, wie gut ihr performt, sondern das Ziel hierbei ist, eine Herausforderung zu meistern und sich neues Wissen anzueignen. Es hat also keinen Wettbewerbsgedanken dahinter. Auch habt ihr Missions, wo ihr absolut lächerliches Gear spielen müsst oder brutal übertriebenes Gear mit Thermaloptik und sowas, etwas, was euch die Gear 4 niemals erlauben würde sonst, aber es zwingt euch, das zu überwinden.
Oder ihr habt Missions, wo ihr gewisse Items finden müsst und ihr habt keine Ahnung, wo die sind und plötzlich müsst ihr auf Maps gehen, die ihr sonst überhaupt nicht ausstehen könnt und so weiter. Oder ihr könnt euch gar nicht vorstellen, für die Mission, wo man PMCs blenden muss, wie viel Spaß man mit einer KS-Shotgun haben kann. Also anders gesagt, bei diesem Account habe ich mich wirklich auf die Mission fokussiert und auch versucht, die für mich irgendwie interessant zu gestalten oder halt unterhaltsam zu gestalten, auch für einen Stream. Ja, bin ja nicht alleine da. Aber die Herausforderung, diese Mission zu meistern und halt verschiedene neue Herausforderungen zu überwinden und Wege zu finden, wie ich da rumkomme, das hat übelst viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt die weisen Vergleiche mit dem anderen Account. Ich werde nie wieder mit so einem Schwitzer-Account spielen. Klar, für den einen oder anderen ist das vielleicht das Richtige. Aber das größte Problem, was ich in Tarkov habe, wenn man jetzt diese, sagen wir, Schwitzer-Spielweise angeht, das Spiel hat einfach immer noch haufenweise Probleme. Desync, man hat Hacker, man hat Disconnects, die Kugeln registrieren teilweise einfach nicht. Und auch sonst, so viele Dinge sind random. Die Abfallchance, die Penetration Chance. Jetzt das Malfunctioning, was jederzeit passieren kann. Und darum macht es in meinen Augen auch keinen Sinn, Tarkov auf einen simplen Shooter zu reduzieren. Dafür gibt es haufenweise andere. Spielt Valorant, CSGO, Apex Legends, Counter-Strike, was auch immer. Das sind Competitive Shooter. Nehmen wir als Beispiel mal Apex Legends. Da kommt es nur auf eure mechanischen Skills an. Wie gut ist euer Movement? Wie gut ist euer Aim? Wie gut könnt ihr eine Situation einschätzen und darin manövrieren? Da gibt es kein Gear, was ihr in Raid mitnehmen könnt. Ihr müsst einfach von Anfang an bis zum Ende mechanisch der bessere Spieler sein. Tarkov ist es in meinen Augen nicht. Und das nicht nur aus den Gründen, die ich genannt habe, sondern auch einfach aus dem Fakt, ihr könnt der weltbeste Spieler sein. Angenommen, ihr rennt gerade irgendwo über eine Brücke. Jemand sieht euch. Ein Sniper schießt euch ins Gesicht, ihr seid tot. Ihr seid der weltbeste Shooter, aber ihr seid halt einfach tot, weil unglücklicherweise hat ein Sniper-Schütze da gerade hingezielt. Fertig. Oder sagen wir, ihr seid in einem Fight. Beide von euch, ihr seid beide die weltbesten Spieler. Beide schießen auf den Kopf. Beim einen prallt die Kugel ab, weil er halt lucky war. Beim anderen geht sie durch den Helm und ist tot. Kann man jetzt sagen, der andere ist besser, weil er einfach nur Glück hatte? Oder auch die ganzen Geduldsspiele. Wer von euch kennt's nicht? Ihr habt irgendein Trio oder ein Duo und ihr tötet einen davon. Geht ihr ihn looten oder nicht? Ich habe Leute gesehen, die campen eine halbe Stunde lang den Körper ihres Freundes ab, falls da jemand looten geht. Seid ihr jetzt ein schlechterer Spieler, wenn ihr halt nach 20 Minuten hingeht und lootet und dann halt die Kugel kassiert, die kommen muss? Also wie zur Hölle misst man gut sein in so einem Spiel wie Tarkov? Es geht meiner Meinung nach kaum. Klar gibt es Unterschiede, aber das sieht man auch. Es gibt Spieler, die sind unglaublich brutal. Aber das heißt noch lange nicht, dass wenn ihr irgendwie keine 20er KD habt, dass ihr schlecht seid. Oder also wenn ihr nicht Level 40 seid nach 3 Wochen, dass ihr schlechter seid. Oder wenn ihr eine Survival Rate von, keine Ahnung, 20% habt, dass ihr kompletter Garbage seid. Das stimmt einfach nicht. Da habt ihr vielleicht halt einfach noch andere Herausforderungen vor euch als jetzt der andere. Jeder muss irgendwie werkeln an diesem Spiel. Eben meiner Meinung nach, es ist ein MMO. Das heißt, jeder hat andere Herausforderungen, die er gerade angeht. Und wenn er sich darauf konzentriert, habt ihr deutlich mehr Spaß. Als Beispiel, ich habe letzte Woche 3 Tage lang versucht, mit der 5-7 klarzukommen. Ich habe so aufs Maul gekriegt die ganze Zeit. Aber da waren noch lustige Momente dabei und es war meine Herausforderung, diese Gun kennenzulernen. Da ist mir doch der KD scheißegal, die Survival Rate scheißegal und irgend so ein Kitty, was dann in den Chat kommt und mir easy schreibt, ist mir auch scheißegal. Wir hatten Spaß, die 5-7 irgendwie auszuprobieren und Wege zu finden, neue Wege herauszufinden, wie ich damit spielen kann. Denn frontal wie mit einem SMG kann ich mit einer 5-7 einfach nicht kämpfen. Also das ist nur das Beispiel. Heißt, jeder hat so seine Herausforderungen und ihr könnt euch eure eigene Herausforderungen schaffen, wenn ihr jetzt nicht die Mission aus Tarkov machen wollt oder an eurem Map-Knowledge oder was auch immer schrauben wollt. Ist scheißegal. Sucht euch irgendwelche Herausforderungen, die euch Spaß machen, in die ihr euch komplett reinversinken könnt und euch nur auf euch konzentriert. Also das zu der ganzen Thematik wegen mehr Spaß. Ich hoffe, das hilft einigen von euch aus, die ein bisschen gefrustet waren mit dem Spiel, vielleicht neue Motivation zu finden oder neue Wege.
um das Spiel zu spielen und diesen Frust gar nicht erst entstehen zu lassen. Und ansonsten GG easy, get good, bleb, und das sehe ich euch im nächsten Video. Dann wie immer einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert für mehr, teilt es mit euren gefrusteten Freunden. Und wenn ihr mal Bock habt, euer Twitch vorbeizuschauen, Link unter der Beschreibung. Macht's gut.